deinem Laufcampus-Trainingsplan stehen Lauf-ABC-Übungen an. Also sowas wie Anfersen, Hopserlauf, Skippings und viele andere Varianten mehr. Was sind Lauf-ABC-Übungen überhaupt und warum macht man diese? Was bewirken diese? Nun, fangen wir mit dem Begriff mal an. ABC, das klingt nach Grundlagen, so wie wir in der Schule zunächst die Buchstaben gelernt haben, bevor wir dann die Rechtschreibung gelernt haben. Nun, beim Laufen ist das natürlich was anderes. Laufen haben wir irgendwie gelernt und das praktizieren wir, aber diese Lauftechnikübungen, Lauf-ABC, sind sowas wie Grundlagen für eine bessere Technik. Und eine bessere Lauftechnik heißt mehr Dynamik, mehr Schnelligkeit und mehr Verletzungsprophylaxe. Eine saubere Ausführung, eine hohe Frequenz und mindestens 30 Meter, das sind so die Grundparameter, die für die meisten Lauf-ABC-Übungen optimal sind. Es gibt auch Übungen wie Rückwärtslaufen oder der dynamische Sprunglauf nach vorne. Da kann man durchaus mehr machen. 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter. Steigerungsläufe gehen auch über 80 Metern. Da macht man diese Abschnitte eben länger. Und dann sind auch die Erholungsphasen entsprechend etwas länger. Ich fasse nochmal zusammen. Lauf-ABC-Übungen sind grundlegende Übungen, Lauftechnikübungen, mit deren Hilfe wir zu besseren Läufern werden. Regelmäßig ins Training integriert, machen Sie dich schneller und sorgen für eine aktive Verletzungsprophylaxe. Lieber zweimal in der Woche 10 bis 15 Minuten als einmal im Monat 30 Minuten. Integriere diese Lauf-ABC-Übungen idealerweise in dein Training vor dem Intervalltraining, vor einem zügigen Dauerlauf und ein wenig zum Mobilisieren, gerne auch dann nicht ganz so intensiv, ein bisschen vor einem Wettkampf, bevor du dann zur Ruhe kommst und beim Wettkampf so richtig einen raushaust. Lauf-ABC-Übungen, ein Muss für alle Läuferinnen und Läufer, die mehr wollen als nur joggen.